Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Rasenfreak. Ja, wir haben heute einen sehr, sehr trüben Tag. Es regnet, glaube ich, es regnet sogar. Ja, es ist sehr feucht, sehr nass. Alles ist trübe, alles, der Boden ist durchnässt. Wir haben, ja, Winter. Und ich will endlich etwas machen, was ich schon vor vielen Wochen, Monaten machen wollte. Ich will die Wasserdurchlässigkeit meines Bodens endlich mal messen. Dazu gibt es eine Methode, eine genormte Methode, wie man also die Wasserdurchlässigkeit eines Bodens bestimmt. Ich sage euch natürlich auch später noch, welcher Wert da erreicht werden sollte. Und der Boden muss gut durchfeuchtet sein. Also die Poren, die müssen mit Wasser bereits gefüllt sein, sodass das Wasser eben nur noch durchfließen kann, wegfließen kann. Und das ist genau das Entscheidende. Wir wollen ja wissen, wie schnell fließt das Wasser aus meiner Rasentragschicht heraus, hindurch. Das ist der Wert für die Wasserdurchlässigkeit. Dann gibt es noch die Wasserhaltefähigkeit. Das will ich an der Stelle jetzt hier nicht mehr überprüfen. Ich habe ja so einige staunässe Bereiche. Und ich weiß es grundsätzlich überhaupt nicht. Ich hole jetzt gleich hier meine Metallringe aus, die ich schon vor vielen Wochen, glaube Monaten schon, habe mir mal von einem Metallbauer anfertigen lassen, mit denen man genau diese Messung durchführen kann. Also das seht ihr heute. Kleines Spezialvideo. Viel Spaß damit. Yo. Yo, 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 yo. Ja, das sind die beiden Ringe hier. Ups. Das ist der innere Ring. Und da gibt es noch einen äußeren Ring. Die habe ich jetzt in Edelstahl. Tote Spinne. Halbtote Spinne. Die habe ich in Edelstahl jetzt fertigen lassen, damit sie nicht rosten. Ja, hier habe ich schon eine Markierung drauf. Da. Man soll diesen Ring 5 cm in den Boden reinhauen. Und ich werde ihn noch mal ein bisschen scharf schleifen, dass ich ihn leichter reinhauen kann. Und den zweiten Ring, der hat sogar noch hier... Oh. Der hatte sogar noch seine Folie drauf, die ich jetzt mal abmachen kann. So. Gut, jetzt habe ich blöderweise die falsche Seite. Oh Mann, ey. Die falsche Seite. Geflext. Jetzt muss ich nochmal die 5 cm anzeichnen. So, dann kommt man mit. Also ein fettes Stück Holz fehlt noch. Kamera läuft. Haha, bin mal gespannt. Oh, geht ganz gut. So, drin. Nicht schlecht. Wasserwaage. Weil ich will jetzt gleich diesen Ring hier bis zum Rand vollfüllen. Das heißt, er muss da noch ein bisschen mehr runter. Schon durch. Gut. Ja, komm her. Alles gut. So, jetzt den anderen Ring drumherum. Den muss ich auch noch mal anschleifen. Jetzt kommt der natürlich möglichst im gleichen Abstand hier rüber. Ich erkläre euch gleich alles. Ich erkläre es gleich. Wasser habe ich auch wieder aufgedreht. Muss rein.
Ja, fast drin. Vielleicht kriege ich ihn niemals wieder raus. So. 5 cm in den Boden rein. Hier muss er noch ein bisschen weiter rein. Ist gut. So. Jetzt haben wir Folgendes. Jetzt füllen wir das Ding mit Wasser. Erst außen. Erst außen, dann innen. So, die Idee ist, wir messen innen das Absinken des Wasserspiegels. Und zwar nach einer Stunde. Der Außenring, der sorgt dafür, dass das Wasser nicht seitlich wegläuft. Der stabilisiert quasi das Abfließen aus der Mitte. Deswegen dieser Doppelring. Ich denke mal, es geht dann um Einzelring. Aber dann wird das Ergebnis wahrscheinlich ein bisschen besser sein als mit dem Doppelring. Von daher, das ist die offizielle Vorgehensweise. Also die beiden Ringe füllen. Boah, ist das viel. Die beiden Ringe füllen und am Mittelring, am inneren Ring dann messen. Das mache ich einfach zum Schluss mit dem Zollstock. Nach einer Stunde. Und dann bin ich immer gespannt. Bin echt gespannt, ob da sich überhaupt irgendwas tut. Ja, was ist jetzt die Vorgabe? Die Vorgabe sind jetzt mindestens 60 Liter pro Quadratmeter. Muss der Wasserspiegel absinken. Das sind ganz einfach übersetzt 60 mm. Also der Wasserstand muss mindestens nach einer Stunde um 60 mm absinken. So, der ist ja gleich voll. Erstaunlich. Drin sieht man gar nichts. Und wenn das natürlich kleiner ist als 60 mm, dann ist die Wasserdurchlässigkeit meines Bodens hier zu gering. Dann muss ich irgendwas tun, um die zu erhöhen. Sieht gut aus. Reicht. Jetzt gehen wir nach innen. Jetzt füllen wir innen. Jetzt geht's los. Oberkante, Unterlippe. Ey, wenn ich das jetzt an 3-4 Stellen machen wollte, dann brauche ich 3-4 Stunden. Plus Umbau. Also 5-6 Stunden. Gleiche Hand voll. Den habe ich ja schon ausgerichtet. Lass noch leicht überlaufen. Voll. So. Hey Siri, stell den Timer auf 1 Stunde. 1 Stunde. Los geht's. Timer läuft. So, wir machen eine kurze Zwischenbilanz. Ha, irre. Wir haben jetzt Wind, ja. 30 Minuten, genau 30 Minuten um. 30 Minuten um. Und guckt euch das an. Guckt euch das an. Geh an. 29 Minuten. Und vom oberen Rand gemessen. Zack, es berührt das Wasser. Gibt's doch gar nicht. Zack, berührt. 7,5. Zack. 7,5 cm. Das heißt, diese 60 haben wir schon überstritten nach einer guten halben Stunde. So, lieber Ranfix, wir nähern uns so langsam dem Ende der Stunde. Das Teil nennt sich übrigens Doppelring Infiltrometer. Ich hänge mal die Unterlagen unten in die Beschreibung rein. Mal gucken, vielleicht muss ich sie auch bei uns auf der Homepage hochladen. Ja, Doppelring Infiltrometer. Countdown läuft. Letzten 10 Sekunden. Ob drauf? Ja. Boing. So, jetzt messen. Da bin ich drin. 11,8. 11,8. So, jetzt fülle ich wieder auf. So, läuft über. Start. Hier füllen wir noch ein bisschen rein.
und läuft. Zweite Runde. So, wir haben natürlich die zweite Messung steht an. Es regnet tatsächlich kontinuierlich. Ja, anderthalb Minuten noch. Ich muss noch mal. Das Bild wurde immer schlechter. Also wenn ihr die ein bisschen schlechtere Aufnahmen seht, liegt das einfach daran, dass das Wasser auf meiner, auf meinem Objektiv vorne auf der Linse drauf ist. Wie sieht's aus hier? Ah, ich habe den Zollstock vergessen. Mein Zollstock, Schatz. Der Zollstock. Kommt ja schon. Kommt doch. So. Bop, 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 bop. So. Also messen nochmal. 11,4 Zentimeter. Komm, ich mach mal schnell die Kamera ran. Ja, so ist gut. Also 11,4, 11,5. Wir haben jetzt zweimal eine Stunde gemessen. Das heißt, ich habe wirklich hier vorne an der Südkante, hier vorne, eine extrem, extrem hohe Infiltrationsrate. Weit über 60 Liter pro Quadratmeter. Ich gehe jetzt rein. Aber so schlechtes Wetter, dann kann ich den Schlauch schon mal runternehmen hier. Das heißt, ich habe eine hohe Wasserdurchlässigkeit. Super, das merkt man hier auch. Ich will nicht sagen, schon fast zu hoch. Aber das erklärt auch immer wieder das Problem mit der Austrocknung, mit doch des sehr schnellen Trockenfallens an der Südkante. So, lieber Radfix, jetzt machen wir das nochmal mit der Infiltrationsrate. Ich habe ja jetzt hier an der Südkante gemessen. Jetzt will ich nochmal hier auf meiner Agrostis-Lunifera messen. Habe ich schon alles vorbereitet. So, es war ein bisschen windig, aber es geht jetzt los. Die Stunde ist eingestellt und ich werde jetzt mal alle 10 Minuten den Wert aufnehmen, um so eine Kurve zu kriegen. Ich hoffe, das wird interessant. So, Rangfreaks, der erste Durchlauf ist gleich vorbei. Schon eine Minute. Und, ey, guckt euch das an. Guckt es euch an. Ein riesen Unterschied zu der Südkante. Meine ganz alte Fläche. Und, oh, guck mal. Hier sieht man auch jetzt, dass hier Wasser steht. Dass das Wasser hier seitlich rausdrückt. Interessant. So, und wir haben jetzt noch 27 Sekunden. Ich kann schon mal messen. Also das ist schlecht. Wir haben hier, zack, berührter, 51. Ich erreiche die 60 hier nicht auf dieser alten Fläche. Das heißt, hier ist die Wasserdurchlässigkeit richtig schlecht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Jetzt fülle ich nochmal auf und lasse nochmal eine Stunde durchlaufen. Voll. Start. Ja, wir sind fast durch mit der Messung, noch eine Minute. Jetzt regnet es gerade wieder ein bisschen, aber es war die ganze Zeit trocken, alles gut. So, wir haben jetzt noch eine anderthalb Minuten. Na gut, mit ein bisschen früh. Ja, 49, 48. Also es wird wieder auf die 50 Millimeter, sprich 50 Liter pro Stunde hinauslaufen. Ich habe schon die Kurven mal in der Grafik dargestellt. Das ist schon krass, ne? 60 so das Minimum an Infiltrationsrate, die man haben sollte. Die Stomata-Gruppe rund um den Rasenfuchs Norbert Lischka sagt sogar 80 bis 100 Liter pro Stunde, also 80 bis 100 Millimeter pro Stunde. Das habe ich an der Südkante. Also top, gerade für so nachhaltige Rasenpflege. Da noch viel zu wenig. Heißt, wir müssen hier unglaublich die Wasserdurchlässigkeit erhöhen. Wir müssen hier öfters aerifizieren. Oh, fertig. Ich muss hier messen. Oh. Der amtliche Endwert. So. Oh. Ja. 49, ja. 15, 49. Ja, hat sich groß verändert. Also 49
Das amtliche Endergebnis, 49 mm abgesunken. Beim ersten Mal waren es 51 mm, beim zweiten Mal sind es 49 mm. Also relativ konstant, erstaunlich konstant, auch bei der ersten Messung an der Südkante. Guter, interessanter Vergleichswert. Man merkt, wie ich muss noch mal kurz ran hier, wie um den Behälter herum, hier, wie das hier alles quitscht. Seht ihr das? Das quitscht hier, es ist alles feucht, weil das Wasser nicht nach unten richtig abfließen kann. Total krass, also es drückt zur Seite raus, deswegen auch der Doppelring richtig gut hier. Jetzt gehen wir hier, ich bin echt gespannt, jetzt gehen wir hier hin, weil hier habe ich ein Riesenproblem, auch mit Staunässe gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier aussieht. Jetzt hauen wir hier auch nochmal den Ring rein. Oh, weiter geht's. Ja, geht. Kein Problem. Oh. Ja, habe ich jetzt nasse Füße? Natürlich. Mist. Das ist vielleicht alles aufgeweicht hier. Ja, gut, dass ich wasserfeste Schuhe habe. Ja, vielleicht windig. Aber hier sieht man schon im Umfeld um den Ring, wie das Wasser gleich staut, überhaupt nicht abläuft. Also ich gehe mal davon aus, das wird jetzt hier die absolute Katastrophe. Achso, starten. Tada! Die Sonne ist plötzlich rausgekommen. Heute ist ein verrücktes Wetter. Regen, Sturm, so. Aber wir haben jetzt, hier seht ihr schon den Kreis, wir haben jetzt, ta-da-da-da, noch 7 Minuten. 7 Minuten. Das heißt, 53 Minuten steht hier schon das Wasser drin. Ich habe hier wirklich sandigen Sportplatz-Mutterboden aufgebracht. Ich habe natürlich diese Mutterbodenqualität nicht getestet. Aber was ist denn das hier? Das ist die absolute Katastrophe. Das ist die absolute Katastrophe. Nach einer Stunde kein Wasser abgeflossen, nichts. Also so eine hohe Verdichtung hätte ich hier wirklich nicht erwartet. Ich meine, ich habe das schon ein bisschen befürchtet, aber hier muss ich jetzt massiv ran mit dem Aerifizierer, mit Sand, mit grobem Sand, gewaschenem Sand, ohne noch irgendwelche Feinanteile. Hier muss ich dringendst die Wasserdurchlässigkeit erhöhen. Ich kann auch mal mit der Sonde kurz reinstechen. Kann auch mal machen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt stechen wir mal hier in der Mitte mit der Sonde rein. Ja, es ist doch nicht schlecht. Guck mal, ich komme bis hier unten hin. Jetzt bin ich auf hartem Boden. Jetzt ist richtig hart. So. Ich mache mal daneben. Ja. Zack. Und jetzt bin ich auf dem Stein. Also grundsätzlich ist es ja nicht schlecht. Guck mal, wie tief ich reinkomme. Aber hier oben, diese obere Schicht, die ist auch nicht so hart. Das kann doch nicht wahr sein. Komm, jetzt mache ich das zweite Loch rein. Und das dritte Loch. Und wisst ihr, was jetzt passiert? Komm, dann komme ich ganz runter. Er müsste jetzt mal sehen. Ich komme hier rein. Das ist doch krass. Ich kann hier reinstechen mit nicht zu viel Kraft. Komm richtig tief. Aber diese obere Schicht, habt ihr es jetzt gesehen? Ich hoffe. Diese obere Schicht ist wie eine Schwerschicht. Das sagt mir aber, dass ich noch eine Chance habe. Wenn ich jetzt die ersten 10 cm hier richtig umwandle mit grobem Sand, dass ich dann vielleicht noch die ganze Sache retten kann. Dramen beim Rasenfreak. Katastrophen. So schlimm ist es doch gar nicht.
Also nach der Bodensonde hätte ich nichts gesagt. Nichts. Wie gesagt, oh toll, fast einen Meter tief. Feinanteile, Ton und Schluff. Was zu beweisen war. Echt faszinierend. Okay, Freaks, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen. Abonniert mich gerne, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.